Willkommen bei diesem Beispielvideo. Wir haben es hier mit einer linearen Gleichung mit Klammern über der Grundmenge R zu tun. Da die Terme links und rechts vom Gleichheitszeichen für alle Zahlen aus der Grundmenge definiert sind, müssen wir keine Definitionsmenge bestimmen. Definitionsmenge sind die reellen Zahlen. In einem ersten Schritt könnten wir die Klammern auflösen. Aber manchmal, so auch hier, ist es gescheiter, zuerst eine Division durchzuführen, sodass eine Klammer wegfällt. In diesem Fall dividieren wir durch die Zahl 2 und erhalten 3 minus x ist gleich. Hier wird der Faktor 4 durch die Zahl 2 dividiert, 2 mal x plus 6. Und in einem nächsten Schritt ausmultipliziert, 3 minus x ist 2 mal x plus 12. Ziel ist es, die Variable auf einer Seite zu isolieren. Das heißt, wir addieren auf beiden Seiten der Gleichung im nächsten Schritt den Term x und erhalten 3 minus x plus x hebt sich auf, ist gleich 2 mal x plus x, das ergibt 3 mal x plus 12. Nun subtrahieren wir auf beiden Seiten die Zahl 12. Das ergibt auf der linken Seite 3 minus 12 ist bekanntermaßen minus 9 und auf der rechten Seite 12 minus 12 fällt weg, 3 mal x. Jetzt müssen wir nur noch in einem letzten Schritt durch die Zahl 3 dividieren. Und wir halten als Lösung für unsere Gleichung x ist minus 3. Und damit ist das Beispiel auch schon gelöst.